Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen. Ein weiteres Video zu Evolve nach, ich glaube, ja, fast 2 Monaten, dass ich kein Video von Evolve gemacht habe. Grund ist, ich bin der Einzige, der Evolve im Moment zockt. Der Boris hat, Alter, das war ganz schön laut. Boris hat Evolve auch, zockt es allerdings nicht. Ihm macht es nicht so richtig viel Spaß. Ich hoffe, ihm macht es dann richtig Spaß, wenn wir es zusammenspielen. Dennis hätte Evolve, allerdings wurde er bei eBay verarscht und hat das Spiel nicht bekommen. War ihm vielleicht eine Lehre, vielleicht geht er doch mal in den Laden und kauft es sich demnächst. Und ich habe Evolve, wie gesagt, gleich am ersten Tag gekauft. Dann hat ja auch aus voller Vorfreude gleich Videos hochgeladen. Singleplayer-Videos sind, finde ich, allerdings relativ langweilig. Deswegen mache ich die in der Regel nicht. Heute mache ich trotzdem mal eins. Grund ist, es gibt endlich das Update. Patch 2.0 nennt sich das Ganze angeblich und bringt verschiedene Sachen mit sich. Zum einen gibt es angeblich jetzt ein Zuschauermodus. Man kann zuschauen, wie andere Leute spielen. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. Ob ich das aufzeichne, glaube ich eher nicht. Aber das werde ich auf jeden Fall nutzen, denn da kann man bestimmt auch viel lernen. Aber noch viel wichtiger, es gibt ein neues Monster, den ich denke mal, es heißt Behemoth. Ein cooles Felsenmonster, das würde ich gerne spielen wollen. Zumindest würde ich es bekämpfen. Und es gibt 4 Hunter. Frag mich jetzt nicht, gucken wir uns gleich an. Wir gehen jetzt direkt auf mehr Spieler. 4 neue Hunter mit tollen neuen Fähigkeiten. Dann ist das ganze Spiel ein bisschen gebalanced worden. Hier ist offensichtlich auch was anders. Wartet auf Server. Entweder ist es ein schlechtes Zeichen, weil das war vorher noch nicht so lange, oder es ist ein gutes Zeichen. Man weiß es nicht, ja. Die Wartezeiten sind allesamt eigentlich besser geworden und ich habe auch für mich persönlich noch nicht festgestellt, dass es irgendwie wenig Spieler gibt. Wir bleiben auf Support. Oder? Ja, wir bleiben auf Support. Wobei. Ja, ach, egal, wir bleiben auf Support. Also, Spiel suchen. Auf der PlayStation 4 gibt es, glaube ich, nicht zu wenige Spieler. Am PC sind die Zahlen zumindest rückläufig, habe ich gehört, und sie sind alles insgesamt nicht besonders gut. Ich habe einen fantastischen Artikel in der Frankfurter Rundschau gelesen zu dem Thema. Und den kann ich jetzt hier nicht wiedergeben, aber wer sich dafür interessiert, kann ja mal ein bisschen googeln. Ich glaube, der bringt das sehr, sehr gut auf den Punkt. Für mich ist Evolve wirklich so eine Weiterentwicklung von Left 4 Dead. Und Left 4 Dead, das ist eigentlich das Spiel, was uns vier, so wie ihr uns kennt, auf dem Kanal zusammengebracht hat überhaupt. Ja, denn Christian und ich, wir haben, glaube ich, 2, 3 Jahre lang ständig Left 4 Dead 2 auf der Xbox gezockt. Und aus dieser Konstellation ist letztlich dieser Kanal erwachsen und diese Let's Plays gekommen und dieser Spielspaß jeden Donnerstag. Also Left 4 Dead 2 für uns ein ganz wichtiges Spiel und ein Spiel, was uns nach wie vor Spaß macht. Deswegen spielen wir es gerade aktuell auch wieder. Deswegen natürlich auch für uns interessant, Evolve zu spielen, ja, den Nachfolger mehr oder weniger. Es ist natürlich kein direkter Nachfolger von Left 4 Dead, aber man merkt, dass gewisse Prinzipien erhalten geblieben sind. Bei Left 4 Dead hatte ich vorher, bevor es rauskam, damals noch zu Counter-Strike-Zeiten, 1.6, keine Ahnung, ewig her, hatte ich die Hoffnung eigentlich, dass alle 4 Charaktere verschiedene Fähigkeiten haben und man sich dann somit gegenseitig helfen muss, um zu überleben. Später hat sich dann herausgestellt, das ist nicht der Fall. Ja, alle sind gleichmäßig, können eigentlich alle genau dasselbe. Was heißt eigentlich? Sie können genau dasselbe. Es gibt keine Vor- und Nachteile. Und dann hatte ich mich erst so ein bisschen geärgert. Und spätestens jetzt allerdings, seit Evolve, weiß ich, dass es eigentlich kein Nachteil ist. Und nur mal so nebenbei erwähnt, ihr merkt jetzt hier live auch die Wartezeiten. Aber jetzt haben wir wieder Spieler gefunden. Vielleicht klappt es ja jetzt. Oh ja, es scheint zu klappen. Bei Evolve ist es so, jeder Spieler kann was anderes. Es gibt keinen Spieler doppelt. Und zumindest in dem Spielmodus Jagd, wo alle 4 Jäger versuchen müssen, innerhalb von, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr wie vielen Minuten, ich glaube 15 Minuten, das Monster zu finden und zu töten, bevor es Stufe 3 erreicht und dann eben das Stromrelais zerstören kann. Ich nehme an, ihr habt euch da auch schon ein bisschen auseinandergesetzt. Hier kann man nur gewinnen, wenn alle 4 Charaktere, die wie gesagt alle unterschiedlich sind, zusammenarbeiten. Und zwar am besten perfekt zusammenarbeiten. Oh, wir starten direkt in ein laufendes Spiel rein. Gucken wir mal, was da los ist. Boah, läuft noch nicht so gut.
Ah ja. Oh, Bot übernehmen. Cool, wir sind Hank, den wollte ich sowieso spielen. Riesenmaul. Jetzt gucken wir doch mal, was hier so rumläuft. Wir haben übrigens Monster und wir haben... und wir haben auch die vier Charaktere. Zumindest wenn technisch alles richtig gelaufen ist. Da sitzt er doch. Denn... Das ist Markov, der ist auch nicht neu. Was war das für ein Zeichen? Das war auch irgendwas. Na gut. So, jetzt bin ich natürlich am Zocken und voll abgelegt. Ah, das ist schon das neue Monster, der Behemoth. Ich hoffe, er heißt so, ey, sonst labe ich die ganze Zeit was unnötig Falsches. Und da wird auch schon dieses Rochenviech ausgesandt, ganz offensichtlich. Habt ihr vielleicht kurz gesehen? Vielleicht auch nicht, klar. Und irgendwie hat das Monster entdeckt. Ja, wenn ich hundertprozentig genau wüsste. Boah, Moment, ich muss da mal weg. Wenn ich hundertprozentig genau wüsste, was alles neu ist. Markierung. Ich will mal helfen. Hier sind mega krasse Schritte. Die Schritte sind viel, viel, viel mega deutlicher. Also deutlicher geht's eigentlich nicht. Wie sieht es? Der ist das Monster, okay. Ja, wir haben sämtlich, also wir haben dieses Monster Expansion Pack, wir haben das Hunting Season Pack. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin viel langsamer. Mein Jetpack lädt sich langsamer auf. Es gibt doch mehr Viecher hier, habe ich das Gefühl. Vielleicht auch nicht, ja. Einer wird abgeworfen. Es fehlt doch gar keiner. Wow, es bleibt spannend, Leute. Es bleibt spannend. Ja, der Behemoth ist so ein riesengroßes Monster auf jeden Fall, der sich als Felsen tarnen kann. Da ist er. Da ist er. Leute, wir sehen das Viech jetzt gleich zum ersten Mal, wenn er nicht abhaut. Da soll er den alle nicht langsam machen. Da ist er. Oh oh. Wie schade. Lege ab jetzt! Wenn er raus könnte. Okay, nehmt wieder die Medipistole. Ich brauche einen Moment. Scheiße. Minen bereit. Bist du wachst? Boah. Alter. Von wo kam der denn? Wie schnell ist der denn, wenn er rollt? Boah. Leute, Leute. Ich brauche einen Moment. Kann er keinen. Nehme das Betäubungsgewehr. Na gut. Setzen kann ich ja trotzdem. Er flüchtet jetzt eh. Das ist übrigens der neue Charakter. Es ist nicht leicht, euch das zu zeigen. Wie es aussieht? Gut. Da ist er. Dann los. So, das ist ein neuer hier. Ja, ah ja, will ich mal präsentieren. Ja, spielen können wir die auch alle, das ist nicht das Problem. Wie gesagt, nur alleine spielen ist, finde ich, ein bisschen langweilig. Und auch hier, das hier, merkt ihr ja jetzt, ja, ist auch nicht so der Burner, ne? Es gibt Spannenderes, was man machen kann. Ja, aber gut. Ach so, ja, was ich eigentlich ja sagen wollte vorhin. Als dann Evolve gezeigt wurde, ich ein Video gesehen habe, keine Ahnung. Okay, dann habe ich gedacht, das ist genau das, worauf du eigentlich gewartet hast, als Left 4 Dead rauskam. Und dann war ich eigentlich fest davon überzeugt, das wird der Mega-Burner, das wird richtig Spaß machen und so weiter. Und
jetzt zeigt sich leider. Oh, fuck. Du weißt, wie es aussieht? Gut, dann los. Mann, seht euch das an! Fuck. Ha! Da! Das ist voll falsch. Das Ding kann sich zwar unten verstecken, aber nicht mehr. Gegenstände wechseln, nachladen, schneller. Kann ich hier lang? Ich kann hier lang. Es ist ja auch nicht so, als wäre es ein schlechtes Spiel. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Da ist er. Das war jetzt Bullshit eigentlich. Weggerollt. Oh, wo bist du? Ist der raus? Der ist raus, oder? Es ist betäubt. Ah, da oben ist er. Geben. Der Forscher. Ich hab diese Punkte nicht. Volltreffer, habt ihr das gesehen? Volltreffer! Hier ist ein ultra langsam. Die Punkte sind viel größer als bei anderen Monstern. Kommt schon! Hilf mir hoch! Ich kann nicht. Sie ist tot. Fuck you! Oh! Schon. Ah, es geht nicht. Laser Schneider bereit. Ich dachte, du bist. Ja, du bist. Wir müssen abhauen, sonst haben wir keine Chance. 1 Minute 16, dann kommen meine Kollegen wieder. Markov ist. Du schaffst das, Hank. Bloß nicht von der fleischfressenden Pflanze. Nicht da lang? Kann gar nicht da lang. Das ist jetzt sehr, sehr taktisch. Deswegen nehme ich auch gerne Supporter. Und sorry, dass ich nicht so viel rede beim Spielen. Gerne den Supporter. Scheiße, das Ding ist in der Höhle, oder? Aber da kommen schon die anderen. Sehr gut, das habe ich schon mal geschafft. Oh, ich habe voll Schiss. ja, das ist, da ist es. Okay, okay, seid still. Ich sehe das. Los. Er
da ist. Ah, shit, dass ich das hier nicht machen kann mit dem Orbitalschlag. Jetzt geht's los! Okay, ich habe ein bisschen getroffen. Das war's mit deiner Karte schon. Das ist nicht gut. Ey! Keine Energie. Der dotzt mich jetzt, ey. Ja. No chance, weißt du? Ah, Mann! Ärgerlich. Na gut, aber immerhin haben wir das große Glück, dass wir hier den Behemoth hatten. Ja, kriegt noch ein paar ab, aber leider nicht genug. Oben ist hier der Slim, heißt der, glaube ich. Ist das der Slim? Boah, Mann. Es gibt irgendwie Torwald, es gibt Sunny, es gibt Slim, es gibt noch jemand. Ja, Stromrelais ist vorbei. Ich bin tot. Okay, er ärgert ihn noch ein bisschen. Aber nicht genug. Boah Gott, ist das Ding riesengroß. Okay, sehr cool. War schön. Wir werden dieses Spiel verloren haben in 10 Sekunden. Glücklicherweise. Oh mein Gott, wie knapp. Deswegen macht das Spiel auch Spaß. Meiner Meinung nach ist es ein geiles Spiel. Wir haben uns jetzt nur um ein paar Millimeterchen vertan. Und wenn ich jetzt diesen Orbitalschlag hätte setzen können, dann wäre es auch ganz anders ausgegangen. Das wollte ich euch zeigen. Wenn ich jetzt demnächst nochmal mit einem neuen Charakter vielleicht selbst spielen darf oder so, dann starte ich noch ein Video. Ansonsten habe ich mich gefreut, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut.